Chaka Chaka. Tatkraft. Oh ja, manchmal braucht es schon ganz schön viel Schmackes, ne? Um endlich eine andere Wahl zu treffen, wirklich zu Potte zu kommen, diese energetischen Strukturen, die einen ausbremsen, wirklich auch freizugeben, dass sie wirklich sich zu entbinden von diesen Frequenzen, damit wir wieder in die Tatkraft, dass wir diese Selbstermächtigung wirklich auch fühlen. Und da möchte die geistige Welt heute wirklich ganz, ganz kraftvoll, tatkräftig einströmen, einstrahlen, damit sich auch da wieder die göttliche Ordnung hier auf der Erde verankert. Ja? So kommt wirklich der magnetische Dienst mit der Liebesfrequenz, mit der Magie der Liebe. Ja? Denn Liebe heilt alle Wunden. Dass diese Energie, die Tatkraft, die Selbstermächtigung des freien Willens, dass uns das wirklich bewusst ist, hier und jetzt, ich nehme die Heilung an, hier und jetzt treffe ich eine neue Wahl und hier und jetzt gehe ich aus meiner Opferrolle raus und hier und jetzt gehe ich aus meiner Täterrolle hinaus, ja? Und so kommt jetzt wirklich also richtig kraftvolle Energie da hinein, weil diese Energie im morphogenetischen Feld sehr, sehr stark noch verdichtet ist. Das sind so die tiefsten Strukturen, die uns noch, man kann schon sagen, quälen. Ne? Auch sie sagen, es gehört auch dazu, überhaupt eine Entscheidung treffen zu können. Ja, jetzt kommen auch die Engel der Klarheit. Die Sternensaat kommt und besingt dieses Energiefeld, denn oftmals sind diese Traumatisierungen einfach noch so stark, dass wir nicht zu Potte kommen können. Ja? Es ist einfach noch so dicht, so klebrig, so die Ereignisse waren einfach noch so traumatisiert, dass wir diese Tatkraft. Ja, sie ist einfach geschwächt worden dadurch. Und das erkennst du bestimmt selber an dir. Bestimmte Dinge fallen dir nicht so leicht in die Tat umzusetzen. Morgens schon manchmal das Aufstehen, wirklich tatkräftig aufzustehen. Das Leben zu segnen, die Möglichkeiten anzunehmen, neue Entscheidungen zu treffen, die für eine Verbesserung in deinem Leben sorgen könnten, würden. Ja? Da wir aber immer die Veränderungen im Außen suchen, da kommt sie nicht wirklich, sondern indem das Energiefeld in uns heilt, wir eine lichtvollere Wahl treffen und da brauchen wir unsere Tatkraft, ja. Wenn uns was begegnet, was uns nicht gefällt, können wir es entweder beurteilen, verurteilen oder wir sagen, weil ich Liebe bin, gehe ich in meine Tatkraft und bleibe in meiner Liebe, die ich bin und lasse meine Liebe da hineinströmen. Und dann hast du tatkräftig gehandelt, im Hier und Jetzt, im Augenblick. Und wenn wir das alle, jeden Tag, alle tun würden, dann hätten wir schon diesen kostbaren, wunderschönen, paradiesischen Zustand, den wir uns alle so wünschen. Ja? Aber da dürfen wir einfach liebevoll noch ein bisschen aufräumen in unserem Körper-, Geist- und Seelensystem. Ja? Alle Negativitäten, die sich da noch verbergen, nicht zu unterdrücken, sondern tatkräftig auch anzuschauen. Ja? Auch Krankheiten anschauen, was will mir das sagen? Körper, was willst du mir sagen? Emotionen, was steckt dahinter? Will ich wirklich tatkräftig heilen, regenerieren? Ist das wirklich die Wahrheit? Oder glaube ich nur, dass ich tatkräftig bin? Weil die Tatkraft,
die Willensstärke, die geht durch alle Bereiche unseres Lebens. Ja, es geht schon los, wann stehe ich auf? Gehe ich unter die Dusche oder nicht? Ziehe ich mich schön an oder nicht? Genieße ich den Tag? Ja oder nein? Möchte ich was Liebevolles zum Essen? Ja oder nein? Wertschätze ich meinen Partner, meine Partnerin, meine Kinder? Ist es mir eine Freude, sie zu sehen, oder nervt es eher? Ist es eine Belastung? Ja? Und so kannst du tatkräftig deine Kraft nutzen. Denn du bist Schwingung, du bist Energie. Im Ursprung Licht- und Liebesenergie. Ja, durch vergangene Inkarnationen hat sich da viel Karma entwickelt. Kannst es auch Ursache-Wirkungs-Auswirkungen nennen, die sich noch im Energiefeld befinden. Ja? Und da geht es darum, tatkräftig mitzuhelfen mit der geistigen Welt auf Augenhöhe. Mit Michael zum Beispiel, ja, dass er ein entbindet, entwebt, dass sich die Traumatisierungen auflösen. Ja? Und die Tatkraft, der Wille immer stärker wird, sich für die Heilung zu entscheiden, für die Gnade zu entscheiden. Ja? Wenn was weh tut, oh, ich nehme die Gnade an, egal was das jetzt für ein Schmerz, für eine Verletzung aus irgendwelchem Leben war, wirklich, ich gebe es frei, entbindet, entwebt mich. Das ist Tatkraft. Wenn ich für irgendwas Hass empfinde, dann entbindet, entwebt mich von diesen Energien, damit ich wieder Liebe empfinden kann. All das ist gelebte, aktive Tatkraft, aktives Leben, aktiv die eigene Schöpferkraft wieder beleben und auszudehnen. Und so kommen wirklich auch die Feuerdrachen, ja? Die Einhörner und auch die Lichtdelfine, denn die geistige Welt ist so sanft wie möglich, ja? Dass diese unerlösten Themen so sanft wie möglich in unser Tagesbewusstsein kommen und wir lernen, tatkräftig mitzuhelfen und immer mehr mit Leichtigkeit und Freude. Und manche Themen, da empfindet man wirklich noch keine Freude, weil die sind noch so nervig, unangenehm, tragen einfach noch so viele Strukturen, dass wir manchmal, ja, keinen Bock mehr haben, tatkräftig da endlich mal aufzuräumen. Ich erlebe es auch oft in meinen Sitzungen mit den Klienten. Ich habe da schon so oft hingeguckt und es hat sich nicht verändert. Ja, weil wenn man in dieser Frequenz, es hat sich nicht verändert, ja, das ist auch eine Reaktivierung eines Traumas. Ja. Es verändert sich nicht. Auch das ist eine Energie, die sich verhärten und verdichten kann. Und das braucht wieder unsere Tatkraft zu sagen, nee, es entspricht nicht der Wahrheit. Das geht auch anders. Und wenn man dann wirklich die geistige Welt um Unterstützung, um Heilung, um Regeneration wirklich bittet, und es kommt nicht immer sofort postwendend, auch bei mir nicht. Aber man merkt dann einfach im Laufe der Zeit, dass die Themen leichter werden. Es wird die Schwere rausgenommen, das Drama, die Tragödie, dieses negative Empfinden verändert sich. Und das ist Heilung, dass sich das Ereignis muss sich im Außen gar nicht unbedingt verändern, aber du hast ein anderes Gefühl darin. Du kannst es neutraler beobachten. Du bist energetisch entbunden von dieser Energie. Und das geschieht durch deine Tatkraft.
Die geistige Welt hat mir das auch mal ganz liebevoll vermittelt. Alle hier auf Erden sind eigentlich Heiler. Wir sind alle hier auf die Erde gekommen, um mitzuhelfen, Mutter Erde zu heilen, das Menschsein zu heilen. Aber wir sind alle verletzte Heiler. Ja, wir haben alle unsere Verletzungen und Wunden. Und wenn wir uns selber heilen, nämlich durch diese Tatkraft, aktivieren wir unsere Selbstheilungskräfte. Denn jedes Mal, wenn wir eine lichtvollere Wahl treffen, aktivieren wir durch unsere Tatkraft die Selbstheilungskräfte. Und der Wille wird immer stärker, in der göttlichen Ordnung wieder schwingen zu wollen, im göttlichen Resonanzprinzip eingebettet zu sein. Ja. Und wenn wir aber bestimmte Dinge nicht anschauen wollen, also nicht unsere Tatkraft aktivieren, ja, dann bleibt die Opferrolle oder Täterrolle bestehen. Die Dualität bleibt bestehen. Und dann kann sich nichts Neues daraus entfalten, zeigen, entwickeln, Heilung nicht sichtbar werden. Und dadurch, wenn wir in diesen Strukturen verhaftet bleiben, können wir auch keine Ergebnisse sehen. Ja? Und da sieht man mal, wie sehr dieses Energiefeld der Tatkraft wirklich diese kosmische Einstrahlung auch benötigt, ja? Damit wir diese Schritte auch gehen können, damit wir die Kraft haben, die Notwendigkeit auch erkennen und auch Frieden schließen mit Opfer- und Täterfrequenzen, mit der Dualität, mit Unfrieden, mit Selbstzerstörungsprogrammen und. Alles, was uns noch unfrei fühlen lässt, ja, das geschieht nicht im Außen, sondern erstmal in uns und uns mit der Kraft, mit der Lebenskraft, die uns immer wieder zur Verfügung steht. Jeden Tag aufs Neue sind wir gereinigt, um anders darauf reagieren zu können. Nur wenn wir es nicht glauben, dass es auch anders geht, dann bleiben die alten Strukturen im Feld. Und dann schwächt sich die Tatkraft. Sie wird immer, also hat immer weniger Energie darin bis zur Selbstaufgabe. Man gibt sich dann wirklich, man opfert sich eigentlich dem Unlicht auf. Eine Aufopferung, die keinem gut tut, die auch wirklich sich auflösen darf im Feld. Ja, weil wir dann unsere Lebensenergie nicht zu unserem höchsten Wohle und auch nicht zum Wohle der ganzen Menschheit einbringen. Ja. Wir verweigern unser Licht und unsere Liebe darin. Und das kennen wir alle in erlösten Themen, wo es einfach angenehm ist. Ne? Da ist unsere Tatkraft ganz, ganz, ja, die hat richtig Kraft. Aber da, wo sie geschwächt ist oder noch gebunden ist an bestimmte Gefühle, Emotionen, Gedanken, Ereignisse, da kann sie plötzlich ganz, ganz schwach, kaum noch lebendig sich zeigen. Und so kommen sie jetzt mit ihren Lichttechnologien in diese wirklich ganz, ganz dichten Strukturen. Also sie zeigen das gerade, dass das ja wirklich wir können uns das so vorstellen, das ist wirklich wie gefrorenes Eis. Das ist so alt,
diese Frequenz so viel Last und Belastung auf dieser Frequenz, dass wirklich jetzt ganz, ganz viel Liebesenergie da einströmt, damit sie schmelzen kann, damit sie wieder fließen kann. Damit wir sie auch wieder liebevoll und positiv für uns nutzen und dass wir die Tatkraft nicht gegen uns richten. Denn wenn wir sie nicht nutzen, dann sind wir eigentlich uns selbst der größte Feind, ja, weil wir uns dann wirklich aufopfern. Und deswegen, es kommt auch ganz sanfte Gnadenenergie, Christusenergie, also wirklich Erlösungsenergie fließt jetzt da hinein. Ist auch ganz viel Trauerenergie, ganz viel mentale, negative Strukturen sind darin. Emotionen sind darin. Also das ist noch sehr... Ja, Sie sagen gerade, kann man sich so vorstellen, wie eine verschlossene, wie noch so verschlossen. Also wir sind noch nicht wirklich fähig, darin die kosmischen Geschenke anzunehmen, also wirklich einstrahlen zu lassen. Und so gehen Sie jetzt wirklich durchs Körper, Geist und Seelensystem. Zellwasser, Zellgedächtnis, DNA, DNS... in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, um diese Frequenzen wirklich mal mit Licht- und Liebesenergie zu fluten, damit das besser abfließen kann, damit da wirklich wieder Kraft hineinkommt, dass dieses, das ist so geschwächt, diese Energie. Ganz viel Irrglauben ist darin, Hoffnungslosigkeit. Und ganz, ganz viel Trauer. Dramastrukturen. Sie sagen auch gerade, in vielen früheren Generationen, Inkarnationen konnten wir uns ja auch nicht befreien. Wenn wir zum Beispiel im Kerker gestorben sind oder wenn wir wirklich versklavt wurden, da half auch keine Tatkraft nach außen hingerichtet. Nur wir hatten damals noch nicht das Bewusstsein, die Tatkraft dahingehend zu nutzen, mit dem erlebten Frieden zu schließen. Also das hätten wir gar nicht gekonnt zu dieser Zeitepoche. Ja. Und egal, was uns da geschehen ist, deswegen ist das auch so geschwächt, weil Sie sagen gerade, wir kennen das ja, als junger Mensch möchte man mit dem Kopf durch die Wand und irgendwann merken wir, dass das auch nicht funktioniert und so möchten Sie uns gerade vermitteln, dass es darum geht, dass das energetische Muster in uns aufgelöst werden darf und soll, damit es sich im Außen aufhört, zeigen zu müssen. Weil wenn dieses Energiefeld sich auflöst, dann braucht es sich ja auch im Außen nicht mehr zeigen. Ja.
und auch in vielen Gesprächen mit Klienten, ich habe schon so viel Ausbildungen gemacht, ich habe schon so viel energetische Arbeit gemacht, ja, und trotzdem ist noch keine Heilung eingetreten. Ja, das sind diese Frequenzen, dass sich vom Außen was verändern soll, ja, sondern das geschieht durch, ich nehme die Heilung an, ich nehme die Gnade an und dann aus dem Gedankenrad herausgehen, aus dem emotionalen Rad herausgehen, ja. Das sind diese Auswirkungen aus dem karmischen Rad, der künstlichen Matrix. Und das ist eine innere Entscheidung, eine tatkräftige Entscheidung, die Regeneration und die Liebe der Quelle, der allumfassenden Liebe auch wirklich anzunehmen. Und gerade in Themen, die noch sehr verdichtet sind, wirklich diese Liebe einströmen zu lassen. Ja, ich erlaube mir, diese allumfassende Liebe da einströmen zu lassen, damit sich diese Frequenz in mir, dieses Energiefeld in mir, sich auflöst, in der Liebe sich auflöst, erlöst. Weil das Licht ist ja stärker als der Schatten. Deswegen brauchen wir den Schatten gar nicht bekämpfen, sondern von der allumfassenden Liebe die innere Dunkelheit auflösen lassen. Und dazu braucht es unsere Tatkraft, dass wir kraftvoll tätig hier auf der Erde unsere Lichtarbeit, Liebesarbeit auch tun. Dazu sind wir alle aufgerufen, berufen, ja. Und je mehr wir das tun und je mehr wir sind, desto mehr durchdringt es die Frequenzen, die Energien hier auf der Erde. Und je mehr du mit emotionalen Druckwellen auch in dir fühlst, ja, dass du tatkräftig diese emotionalen Druckwellen von unerlösten Dingen tatkräftig durchfluten lässt, dass du die Heilung annimmst. Ja, hier und jetzt, ich bin bereit, die Heilung anzunehmen. Ich entscheide mich für die Heilung. Hier und jetzt, in diesem Augenblick und im nächsten Augenblick. Und dann wirst du merken, dass diese Energien dann leichter werden, sich leichter herausreinigen können. Trotz allem gibt es einfach Themen, die noch sehr viel von diesen beppigen Strukturen, klebrigen Strukturen noch gespeichert haben. Und auch da, man hat nichts falsch gemacht, sondern sie gehen immer tiefer in unser System, in unser Körper-, Geist- und Seelensystem und in alle Energiekörper, also wirklich Emotionalkörper, Mentalkörper, spirituellen Körper, was mit Religion zu tun hat und Glaubensstrukturen, Astralkörper, wo wir einfach auch wieder die göttliche Ordnung einströmen lassen dürfen, ja, dass unser Herz und unser Verstand wieder klar und rein wird. Und unser Ätherkörper, dass wir mit dem Chi, Prana, Lebensenergie, wie du es auch nennen magst, auch kraftvoll verbunden bist, dass auch das befreit wird von allem, was da noch so drauf sitzt. Ja? Und all das ist miteinander verwoben, verbunden und all das soll wieder in der göttlichen Ordnung schwingen. Und so bringen sie jetzt wirklich dieses Feld zum Schwingen. Der göttliche Ton strömt ein. Die Sternensaat besingt diese Frequenz. Ja, dass die Hoffnungslosigkeit auf Besserung sich darin auflöst. Die Traumatisierung, die da drauf sitzt, sich auflöst. Nicht würdig zu sein oder was falsch zu machen,
ausgeschlossen zu sein. Dass man die Heilung nicht verdient hat. Da sind ganz, ganz viele Strukturen drin, die uns wirklich schaden und die Tatkraft schwächen. Weil wir schon so viel erlebt haben, wo die Tatkraft wirklich geschwächt wurde. Und so möchten sie auch noch mit ins Feld hineingeben, dass wir auch als Kinder, ne, wir wollten so gerne irgendwas tun und es wurde uns dann auf die Finger gehauen oder es wurde uns verboten und da wurde auch schon die Tatkraft geschwächt. Ne. Wir durften nicht selber entscheiden, wann wir etwas tun wollten, wann wir bereit dazu sind, diese Tatkraft auch positiv zu nutzen. Auch gerade im schulischen Bereich, ja, was wir da erlebt haben, da wurde unsere Tatkraft auch ganz, ganz oft geschwächt, weil wenn wir keine guten Noten erzielen konnten, dann hatten wir auch irgendwann keinen Bock mehr, ne? Wenn eine Beziehung schwierig wurde, irgendwann hat einer keinen Bock mehr. Das ist auch, das sind auch Energien drin, die Tatkraft, wirklich immer und immer wieder die Heilung anzunehmen und am Ball zu bleiben und wirklich diese verklebten Schichten in sich zu transformieren, auch hochkommen zu lassen ins Tagesbewusstsein. Und sie sagen, wir sollen da wirklich ganz, ganz liebevoll mit uns umgehen, denn es geht uns allen gleich. Ob arm, ob reich, ob alt, ob jung, ganz egal. Wenn du magst, kannst du nach dem Video dich mal richtig schütteln, ja, dass diese Frequenzen mal ja, in Wallung kommen, viel trinken, Erholungsschlaf, sagen sie gerade, ist auch sehr hilfreich, Heilschlaf. Und so reinigen sie Körper, Geist und Seele, das Blut, alles wird gereinigt, ja. Dass wir immer kraftvoller werden, eine andere Wahl zu treffen, wirklich aus diesen alten Strukturen heraus, uns herauszulösen mit ihren wundervollen, unterstützenden Kräften, Mächten. Aber sie sagen es immer und immer wieder, es braucht unser klares Ja, unsere Erlaubnis. Ich erlaube die Heilung, ich erlaube eine neue Ausrichtung, ich erlaube ein positives Leben, ich erlaube eine positive Ereignis, Ergebnis, ja. Es geht jetzt nur um eine Traumaheilung, wirklich durch Körper, Geist und Seele, durch Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Oh, und da kannst du richtig so, oh. Ich lass alles los, ich gebe es frei. Wirklich aus den Füßen herausfließen lassen. Aus den Händen herausfließen lassen. Aufhören festzuhalten. Das Leben kann sich nicht verändern, wenn wir an diesen alten Strukturen festhalten.
Frieden und Liebe wird jetzt eingeströmt, eingebettet. Und durch tiefes Ein- und Ausatmen kommt diese Energie immer kraftvoller in dein System, in deine inneren Welten, in dein inneres Universum, in deine Gedanken, in deine Emotionen, in dein Handeln, in deine Tatkraft. Und so bedanke ich mich von ganzem Herzen bei der geistigen Welt für diese wundervolle, wohltuende Energie, dass wir wirklich immer kraftvoller und stabiler diese alten Strukturen, diese alte Matrix auch sprengen können durch unsere tatkräftige Handlung, unser Tun aus Liebe. Und so danke ich dir für die vielen, vielen Kommentare, für jedes Herzchen, für jeden Segen, für jede tatkräftige Akt der Liebe, die ihr mir entgegenbringt. Ich danke euch von ganzem Herzen auch für die kostbaren, wertschätzenden Spenden auf PayPal. Vielen, vielen Dank. Alles, alles Liebe für dich und möge dieses Video dir viel Tatkraft geben. Bis bald.